Ja, vielen Dank, lieber Herr Professor Matschulat, lieber Kollege Ronny Wehner. Das ist übrigens unser stellvertretender Vorsitzender des Umweltarbeitskreises und hat auch noch sein Büro hier in diesem Haus. Also das passt natürlich ganz perfekt. Aus dem Landtag, lieber Frank Vogel, Herr Kammerschen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich natürlich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ich freue mich, dass es nun zu einer Tradition geworden ist, diese Klimatage durchzuführen. Vor 15 Jahren ist es nun losgegangen. Zum 10. Mal finden sie statt. Man kann schnell mal so eine Veranstaltung organisieren. Da weckt man Interesse. Man kann es vielleicht auch ein zweites oder drittes Mal. Aber wenn man es dann 10 Jahre oder 10 Mal insgesamt dann durchführt, dann zeigt es doch von dem großen Interesse an dem Thema. Es wird ja viel diskutiert, ist unser Klima noch zu retten, was können wir überhaupt noch tun. Es ist umstritten, was denn nun vom Menschen eigentlich beeinflusst ist oder was durch wie sich das Klima auch ohne den Menschen geändert hätte. Viele dieser Fragen werden oftmals versucht mit einfachen Antworten zu beantworten und jeder weiß es dann ganz genau, was uns erwartet. Es ist mit Sicherheit nicht so. Es ist ein ganz, ganz komplexes Thema und es ist richtig, dass man die verschiedenen Sichtweisen, die nun mal die Wissenschaftler haben, die Meteorologen haben, Planer haben, auch am Ende die Verwaltung hat, zusammenzubringen, darüber zu diskutieren, die verschiedenen Sichtweisen übereinander zu legen. Und neben diesen Erkenntnissen, die man daraus zieht, dann regionale Anpassungsstrategien letztendlich zu entwickeln. Ich muss Ihnen sagen, dass wir als Freistaat Sachsen uns diesem Thema ja schon sehr, sehr lange stellen. Wir haben schon 2009 Anpassungsstrategien für die Landwirtschaft entwickelt und deshalb heute Morgen auf dem Fahrt hierher rief MDR Info, oder jetzt nennt sich es MDR Aktuell, an und hat gefragt, was ist denn jetzt nur der Anlass, was sind denn die neuen Erkenntnisse, warum diese Klimatage denn jetzt stattfinden, es muss doch irgendeinen Anlass geben. Und ich glaube, das ist auch eine vielleicht manchmal Sichtweise, wo man sagt, ja, jetzt hat dort wieder mal jemand was veröffentlicht und jetzt müssen wir alles denken, umwerfen, genau das ist es eben nicht. Es ist ein Prozess, es ist auch ein Prozess der Erkenntnisentwicklung und es ist ein fortwährender Prozess, wo es sich lohnt, immer wieder darüber zu diskutieren und neue Erkenntnisse einfließen zu lassen. Es ist aber nicht diese eine Publikation, die dazu führt, sondern es ist ein langwieriger und stetiger Prozess. Die Klimatage hier in Annaberg, und ich bin froh, dass es in Annaberg stattfindet, hat mir wieder mal die Gelegenheit gegeben, ins schöne Erzgebirge zu kommen, lieber Landrat Vogel. Ich bin ja gerne hier, wie du weißt. Aber es ist natürlich auch von der Symbolik hier in Annaberg das durchführen zu lassen, weil hier trifft dann nun vieles aufeinander, wenn man über witterungsextreme Ereignisse spricht, die möglicherweise dann auch was mit dem Klimawandel zu tun haben. Da geht es nicht nur um die Wetterereignisse an sich oder die Witterungsereignisse an sich, da geht es ja auch um die Folgen, das heißt Vegetation, das heißt kommunale Planungen, das heißt am Ende, was macht die Landwirtschaft, was macht die Forstwirtschaft, wie schützen wir die Menschen vor Extremereignissen, und da mussten wir in Sachsen ja eine ganze Menge Erfahrungen in den letzten 15 Jahren sammeln, die nicht so besonders schön waren. Deshalb am Anfang schon mein herzlicher Dank an die Expertise der Referenten, die hier vortragen werden. Allerdings auch und ganz besonders herzlichen Dank an die Organisatoren, die sich hier engagiert haben. Sie haben sie ja bereits genannt, wer alles dabei ist. Ich bin natürlich auch besonders stolz, dass ich als Stiftungsratsvorsitzender der Landesstiftung für Natur und Umwelt, dass auch wir hier einen ganz wesentlichen Teil mit spielen. Und so, denke ich, ist dieses
Expertenteam, was hier zusammengetreten ist, eine gute Basis, um über die Erkenntnisse zu diskutieren, die wir in unsere Entscheidung in den nächsten Jahren einfließen lassen werden. Als die Annaberger Klimatage vor 15 Jahren ins Leben gerufen wurden, war Klimaschutz im Freistaat Sachsen wie auch darüber hinaus bereits ein wichtiges Thema. Sachsen war nicht umsonst immerhin das erste Bundesland, das 1999 bereits die Entwicklung eines regionalen Klimamodells zur Abschätzung künftiger Klimaveränderungen in Auftrag gegeben hat. Deshalb sind wir auch heute in der Lage, uns ein recht konkretes Bild über die Veränderungen, die vollzogen werden inzwischen oder die vor uns liegen, auch zu geben. Auswirkungen sind sichtbar. Nun weiß man nicht, sind es extreme Witterungsereignisse, wie Sie gesagt haben, oder ist es wirklich eine dauerhafte Klimaveränderung, Starkregenereignisse, die kennen wir genauso wie lang anhaltende Trockenheiten, die gerade in den Gebieten, wo wir leichtere Böden haben, sich ganz, ganz schnell auf die Landwirtschaft, auf die Forstwirtschaft auswirken und wo wir Antworten finden müssen, wie wir uns zukünftig darauf einstellen. Das heißt Erosionsminderung, das heißt am Ende aber auch Anbau von Sorten, die solche extreme Trockenperioden besser überstehen. Damit stellen wir uns auch im Forst mit unserer Waldstrategie 2050 mit dem in Sachsen über Jahre nun vollzogenen Waldumbau, dass wir neue, eigentlich hier angepasste Sorten wieder in unsere Wälder bringen. Über 1000 Hektar sind das jedes Jahr, die wir in Sachsen dort umbauen. Das ist eine Leistung, die man nicht nur hoch genug schätzen kann. Aber es ist natürlich auch die Landestagsverfahrenverwaltung, die sich bei uns im Ressort damit Antworten finden muss und mit großen Anstrengungen den Schutz vor Hochwasserereignissen weiter vorantreiben muss. Genauso ist die Wirtschaft selbst gefordert, sich dem Thema zu stellen, Strategien zu entwickeln, wie sie sich an diese Veränderungen anpassen kann. Die Abschätzung von Klimafolgen und die Entwicklung von Anpassungsstrategien ist eine von vier Säulen sächsischer Klimapolitik. Mit den anderen drei Säulen setzen wir auf die Minderung von Treibhausgasen, die Beobachtung der Klimaentwicklung und die Bereitstellung von Klimawissen und drittens auf Forschung und den Ausbau von Kooperationen, und letztendlich ist so eine Art Kooperation und Austausch ja auch heute hier sind diese Klimatage. Bei Minderung der Treibhausgase hat sich Sachsen das Ziel gesetzt, die jährlichen Kohlendioxidemissionen des Nicht-Emissionshandelssektors bis 2020 um 25% gegenüber 2009 zu reduzieren. Die Bereitstellung von Klimawissen erfolgt unter anderem über das regionale Klimainformationssystem. Sie kennen das sicherlich, RIKIS. Damit kann jeder interessierte Nutzer Klimainformationen und Klimadaten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erhalten. RIKIS wird fortlaufend weiterentwickelt, um die spezifischen Anforderungen der regionalen Akteure optimal bedienen zu können. Somit, und da sind wir schon ein Stück weit stolz drauf, geht RIKIS weit über zwischenzeitlich geschaffene bundesweite Angebote hinaus. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot. In diesem Jahr wird mit dem GeoViewer ein kartenbasierter Zugang geschaffen. Damit sollen die Anwenderfreundlichkeit ganz wesentlich noch verbessert werden. So sind Sie herzlich eingeladen, dass das System heute in den Tagungspausen mit den Fachleuten aus dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie hier vor Ort auch auszuprobieren und sicherlich auch zu diskutieren. Ich lege nicht nur in dem Bereich, auch darüber hinaus sehr, sehr großes Augenmerk und sehr große Bedeutung auf den Wissenstransfer. Wir haben in Sachsen eine wirklich exzellente Forschungslandschaft. Wir haben Universitäten mit Weltruf und wir haben eben gerade auch in diesem Bereich eine Wissenschaftsbasis, die sich sehen lassen kann. Und die müssen wir besser vernetzen mit Akteuren, die am Ende auf Basis dieses Wissens auch Entscheidungen treffen, mit Firmen, die am Ende
auf Basis dieses Wissens Entwicklungen herbeiführen können, die auch klimarelevant sind. Und diese Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft und Verwaltung ist mir ein ganz besonderes Anliegen, und das ganz, was mein Bereich nun mal ist, im Bereich Umwelt, Umwelttechnik, Landwirtschaft, Landtechnik. Ich denke, hier können wir eine ganze Menge noch mehr tun. Die Voraussetzungen dafür sind in Sachsen gegeben. Ein gelungenes Beispiel für einen Wissensaustausch ist das mehrjährige Forschungsvorhaben Klimawandel und Wasserhaushalt in Sachsen, kurz KLIWES. In diesem Rahmen wurden die Langzeitauswirkungen der zu erwartenden Klimaänderungen auf den Wasser- und Stoffhaushalt sächsischer Gewässereinzugsgebiete detailliert untersucht. Ziel waren dabei nicht nur staatliche Aussagen für den Ist-Zustand und definierte Szenarien. Ich denke, das ist ein gutes Beispiel für diese Vernetzung von Wissenschaft und den Akteuren hier im Umweltbereich. Inzwischen können die Nutzer online auch selbst die Rahmenbedingungen für die Analyse definieren. Sie erhalten sofort eine individuelle Auswertung per E-Mail. Dieses Online-Modell wird nun seit April im Wasserhaushaltsportal Sachsen bereitgestellt. Im Übrigen wurde das Wasserhaushaltsportal anlässlich des Tages der Hydrologie 2016 unter 65 Postern als innovativste Studie ausgezeichnet. Ich denke, auch das ist ein schöner Erfolg. RIGIS und KLIWES stehen stellvertretend für weitere innovative Vorhaben in Sachsen, die aus der langjährigen engen Zusammenarbeit von Wissenschaft und Verwaltung entstanden sind. Einige Projekte werden Ihnen im Laufe der beiden Tage noch vorgestellt. Zukünftig wollen wir die Kommunen noch stärker in die Entwicklung und Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen einbeziehen. Die Stadt Dresden wird morgen berichten, wo sie 3 Jahre nach Abschluss des Projektes Reklam mit der Umsetzung lokaler Anpassungsmaßnahmen steht. Ich denke, auch das ist ein gutes Beispiel für den Erkenntnisgewinn auch für andere Kommunen. Die Erkenntnisse daraus fließen in das EU-Projekt Local Adapt ein, und für das die TU Dresden, unser LFULG und weitere Partner gerade erst die Zusage erhalten haben. Gemeinsam sollen Wege gefunden werden und erprobt werden, das Thema Klimaanpassung stärker in die kommunalen Planungs- und Entscheidungsprozesse zu integrieren. Ich denke, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Das LFULG wird demnächst ein Projekt starten, mit dem neue Kommunikationsstrategien für schwierige Themen wie den Klimawandel erarbeitet werden sollen. Die Erkenntnisse daraus werden gegebenenfalls auch für das Format der Annaberger Klimatage nützlich sein. Auch das, denke ich, wäre ein schöner Erfolg. Bevor es aber soweit ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, wünsche ich Ihnen, wünsche ich den Organisatoren, wünsche ich allen Teilnehmern für diese 10. Klimatage viel Erfolg, gutes Gelingen, Erkenntnisgewinne im gegenseitigen Austausch. Nochmal Glückwunsch zum 10. Jubiläum an die Veranstalter. Eine tolle Sache, mit engagierter Arbeit haben Sie in diesen 15 Jahren auf den Weg gebracht. Und ich freue mich und hoffe, dass auch in den nächsten Jahren diese gute Entwicklung sich fortgesetzt wird. Es ist wichtig für uns hier im Raum, es ist wichtig und für unseren Freistaat, dass wir diesen Austausch weiter pflegen. Meinen herzlichen Dank, alles Gute.